Guten Morgen Leute, ich werde heute eine Kanutour auf der Lahn machen und da bin ich gerade mit dem Auto unterwegs zum Einstiegspunkt bzw. zur Ausgangsstelle und zwar geht es jetzt erstmal nach Dietz. So Leute, wir sind jetzt hier in Dietz angekommen und jetzt geht es erstmal zur Einstiegsstelle zum Kanuverleih. So Leute, wir sind jetzt vor kurzem mit den Kanus hier ins Wasser in die Lahn und sind mittlerweile schon einige Kilometer jetzt hier gefahren. Ich glaube 3-4 Kilometer haben wir jetzt schon geschafft. Insgesamt haben wir heute eine Strecke von ca. 19 Kilometern vor uns. Also haben wir schon ein bisschen was geschafft, aber es liegt noch der Großteil natürlich vor uns. So Leute, wir haben jetzt die erste von insgesamt 2 Schleusen auf unserer heutigen Tour erreicht. Und zwar sind wir jetzt hier bei Kilometer 91, irgendwas. Und die Schleuse, die heißt, glaube ich, Kramberger Schleuse. Ja, und wir müssen jetzt erstmal einen Moment hier vor der Schleuse warten, weil im Moment hat der Schleusenwärter Mittagspause. Wir haben jetzt gerade 11:45 und der hat noch bis 12.30 Uhr Mittagspause. Also müssen wir noch ca. 15 Minuten warten, dann geht's rein in die Schleuse. Um 17 Uhr müssen wir spätestens an der Zielstation wieder ankommen. Und dort werden wir dann von einem Shuttlebus oder wie man das nennen will, wieder abgeholt und zurück zur Ausgangsstelle dann in Dietz gebracht. Genau, dann gucken wir mal, dass wir da pünktlich ankommen und jetzt hier schön die Kanutour auf der Lahn genießen werden. So Leute, nach einigen weiteren Kilometern haben wir jetzt die zweite und dann auch letzte Schleuse von der heutigen Tour erreicht und da geht's jetzt nochmal durch. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile bei Flusskilometer 99 angelangt, sind damit also schon ca. 16 Kilometer heute gepaddelt, haben also den Großteil der heutigen Strecke schon hinter uns und jetzt haben wir noch ca. 3 Kilometer vor uns, bis wir dann an unserem Ziel in Lauchenburg ankommen werden. So Leute, wir haben das Ziel unserer Tour so gut wie erreicht, sind jetzt noch einige Meter, die wir noch zu paddeln haben, bis wir dann an unserem Ziel in Lauchenburg ankommen werden. Wir haben jetzt mal kurz hier Rast gemacht an einem kleinen Gasthof, Restaurant, bisschen was getrunken. Und ja, jetzt geht es nochmal weiter, noch ca. 500 Meter bis 1 Kilometer haben wir jetzt noch zu paddeln und genau, dann geht es schon wieder mit dem Bus zurück nach Dietz. So Leute, wir sind jetzt hier pünktlich an unserem Ziel in Lauchenburg angekommen und jetzt geht es mit dem Bus wieder zurück nach Dietz. Die Kanutour, die war auf jeden Fall richtig, richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war es an der Stelle auch hier von meinem Vlog, von meiner Kanutour. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da, drückt den Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen und dann hören wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, euer LionGamer1, ciao.